Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Herzlich willkommen, wo immer Sie jetzt diesem Gottesdienst zuschauen, wo immer ihr jetzt Heiligabend feiert. Anders als gedacht, echt nicht zu fassen. Noch einmal Corona-Weihnachten, noch einmal Abstand, noch einmal Vorsicht, noch einmal Rückzug. Und mir scheint, es ist eher schwieriger als vor einem Jahr. Die Nerven liegen blanker. Freundschaften haben gelitten. Viele sind so müde und haben den Eindruck, es ist düsterer, als es war. Wirklich echt nicht mehr feierlich. Echt? Nicht mehr feierlich? Nichts zu feiern? Ihr Lieben, Weihnachten hat ein Geheimnis. Es ist, als ob Gott uns ins Herz flüstert: Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist hell. Anders als gedacht, so war Weihnachten schon damals, Krippe, Stall, überhaupt nicht feierlich und doch nur zum Feiern. Denn das ist hell, Sternstunde Weihnachten. Echt nicht zu fassen, denn da ist es hell. Weihnachten, das ist, wenn die Last eines ganzen Jahres, wenn die Last vielleicht eines ganzen Lebens unter die Krippe gekehrt wird und dir geht ein Licht auf. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Sternstunde Weihnachten. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen,
und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Euch ein, dass wir miteinander beten. Wir loben dich an diesem Abend, Vater im Himmel, ewiger Gott, der du Weihnachten in diese Welt kommst, weil du es nicht aushältst ohne uns. Christus, wie gut, dass du so anders gekommen bist als gedacht. Du weißt, wie es uns heute Abend zumute ist, ob feierlich oder überhaupt nicht mehr feierlich, ob wir eine Erwartung haben oder ob wir sagen, ich kann nicht mehr, ob wir uns freuen, weil Menschen um uns sind, die wir lieben, oder leiden unter Abstand und Vorsicht,
wieder einmal. Jetzt kommen wir zu dir und wollen die Last eines Jahres, die Last dieser Tage vielleicht, die Last unseres Lebens unter deine Krippe kehren und bitten dich so sehr, dass uns dein Licht aufgeht, dass das nicht nur ein Spruch ist. Und darum sagen wir dir jetzt in der Stille, was uns besonders bewegt an diesem heiligen Abend. Danke, dass du gerade die hörst und siehst, die im Dunkel stehen. Danke, dass deine Sternstunde ist und nun bitten wir dich, dass auch wir deinen Stern sehen und dass auch wir den Weg zur Krippe finden und dass dein Licht uns aufgeht. Amen. Anders als gedacht, Sternstunde Weihnachten. Da heißt es in der Weihnachtsgeschichte, liebe Gemeinde, wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Vor einigen Jahren simste mir ein Jugendfreund, einer der guten Freunde seit Jahrzehnten, 3 Jahre, 9 Monate, bin fertig. Er, der erfolgreiche Manager, hatte sich in einer Branche, wo man die Millionen hin und her schiebt, wie Erbsen, da hatte er sich verlaufen, den Weg verloren. Und nun fragte er sich, wie es weitergehen sollte und fragte sich, was für ein Leben dann noch auf ihn warten würde und wer auf ihn warten würde. Bin fertig. Viele haben dieses Lebensgefühl, ich weiß nicht, wie ich es noch schaffen soll. Eingesperrt in der Endlosschleife, so kommt es mir vor, bin fertig. Und da gibt es ja nicht nur Corona.
Da ist die Frage nach dem Weg der Kinder. Und wie finden wir als Eheleute wieder zusammen? Und wie komme ich als Single klar? Und wie schaffe ich es im Beruf noch? Und wie werde ich gut und getrost alt? Wie versöhnen wir uns wieder? Und. Manche sagen, es ist anders, es ist irgendwie dunkler geworden bei uns. Und was ist nun mit diesem anderen? Was ist jetzt mit der Sternstunde? Und wo ist es dieses? Und das ist hell. Spannend ist ja, in der Dunkelheit sieht man die Sterne besser. Und wenn ich sie sehen will, dann muss ich raus, dann muss ich raus aus dem Licht, dann muss ich raus aus der Stadt, aus den vielen Lichtern, die dafür sorgen, dass ich die Sterne nicht mehr sehen kann. Lichtverschmutzung nennt man das, wenn viele helle oder gar grelle Lichtpunkte verhindern, dass ich die Sterne noch entdecke. So ist es übrigens auch mit der Sternstunde Weihnachten. Es gibt im Leben so viel Lichtverschmutzung. So viel Grelles und Helles, so viel Lautes und Überlautes, das im Leben drin ist. Probleme und Diskussionen und Aktionen und. Ob dieses zweite Weihnachten im Ausnahmezustand, ob das vielleicht auch eine Chance sein könnte, dass wir, so wie wir es mit den Gottesdiensten jetzt Heiligabend machen, dass wir draußen sind, dass wir so auch mit unserem Leben, mit unseren Gedanken und Fragen noch einmal rausgehen, raus aus der Lichtverschmutzung von Überlegungen und Sätzen und Dingen, die wir schon immer machen und immer gemacht haben, vielleicht festgelegt sind. Und noch einmal neu, wie von Anfang an, fragen. Und noch einmal neu hinschauen, ob ich wohl diesen Stern auch sehen kann. Meine Erwartungen übrigens, das ist auch so was, was zu einer Lichtverschmutzung im Blick auf die Sternstunde Gottes werden kann. Stefan Zweig, der große Schriftsteller, hat ein Buch einmal geschrieben, Sternstunden der Menschheit heißt das. Und da beschreibt er Momente, beschreibt er Personen, durch die sich der Lauf der Zeiten verändert hat. Große, beeindruckende Geschichten. Aber die größte Sternstunde der Menschheit, das im Stall von Bethlehem damals, das kommt nicht in diesem Buch. Das hat er übersehen. Obwohl unbestreitbar ist, dass niemand diese Erde mehr verändert hat als der Jesus von Nazareth. Nicht wahrgenommen, so war das vor 2000 Jahren übrigens schon. Erwartungen können verhindern, dass wir Menschen den Stern der Weihnacht sehen. Denn Gott kommt so anders. Als der Stern der Herrlichkeit Gottes aufging, da brauchte es welche von ganz weit draußen. Denn wenige waren darauf eingestellt, wenige waren bereit. Es brauchte die, wo von weit her kamen, um das Licht der Ewigkeit zu sehen, es zu entdecken und sich auf diesen Stern und den Weg zu ihm einzulassen. Der Schöpfer des Kosmos sorgte für eine besondere Sternenkonstellation. Es brauchte einen Engel, es brauchte eine außergewöhnliche Schwangerschaft, es brauchte den Stern. Sonst hätten es vermutlich alle übersehen. Niemand hätte es entdeckt, denn Gott kommt so anders, als wir erwarten. Sternstunde Weihnachten. Gott geht einen unglaublichen Weg der Sehnsucht zu uns. Von oben nach ganz unten. Seine Sehnsucht nach dir, sie ist durch nichts zu bremsen. Die Krippe ist absolut kein passender Ort für seine Ankunft. Hirten hätte man in 100 Jahren nicht als Gäste dort erwartet. Und als die Magoi kommen, die Astrologen und Sterndeuter, und ihre Geschenke bringen, da stellt sich heraus, dass sie innerlich und äußerlich von ganz weit weg kommen, von ganz weit draußen. Babylonische Astronomen, heidnische Sterndeuter, die letzten, die man auf der Rechnung gehabt hätte für diese Nacht, für diese Ankunft, für die Sternstunde Gottes. Die anderen,
die, die eigentlich nah waren, die hatten nur ihre eigenen Erwartungen und Ansprüche im Blick, die waren irgendwie belegt. Zu viel Lichtverschmutzung im Kopf und vielleicht im Kalender. Gott geht erstaunliche Wege und er schafft erstaunliche Begegnungen. Ein Stern leitet sie. Im Westen etwas Neues, da müssen wir uns aufmachen. Das sagen doch alle unsere Traditionen, das bedeutet viel. Jenen neuen König, den wollen sie finden, den wollen sie ehren, den wollen sie beschenken und ihm ihre Freundschaft, nein, ihm ihre Gefolgschaft anbieten. Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Ihre Sehnsucht nach dem hellen Licht, nach der großen Freude, nach dem tiefen Sinn, nach dem letzten Halt. Ihre Sehnsucht hat sie auf den Weg gebracht. Nun, das noch am Rande gesagt ist, diese Weihnachtsbegegnung der Sterndeuter, keine Rechtfertigung der Astrologie. Der Wahrsager Sternblick verdunkelt ganz bestimmt den Blick auf den Gott, dessen Sternstunde wir heute feiern. Die Geschichte dieser Männer will etwas ganz anderes deutlich machen. Sie will sagen, im Licht von Weihnachten werden selbst Ferne zu Nahen. Niemand ist ausgeschlossen. Du bist nicht ausgeschlossen. Vor der Krippe haben die keine Vorfahrt, die schon immer religiös waren. Im Stall gibt es keine reservierten Plätze für die, die immer schon irgendwie in der Kirche waren oder etwas glauben konnten. Und erst recht gibt es keine Zurückweisungen für die, die von weit weg herkommen, mit einer Sehnsucht im Herzen, die sie gar nicht selbst so richtig beschreiben könnten. Wo immer du herkommst, was immer war. Weihnachten, die Sternstunde der Welt, lädt dich ein, deiner Sehnsucht zu folgen. Der Sehnsucht nach dem hellen Licht, nach der großen Freude, nach dem tiefen Sinn für dein Leben und dem letzten Halt. So kamen sie an. Zuerst kamen sie nach Jerusalem. Vielleicht konnten sie es nicht glauben, dass der Stern sie an dieser strahlenden Großstadt vorbei zu jenem kümmerlichen Nest führen wollte. Das soll es ja geben, dass Menschen einmal aufgebrochen sind und dann die Lichtverschmutzung von Geld, von Macht, von Einfluss, von ich bin jetzt wer, von was kann ich noch alles mitnehmen, diese Lichtverschmutzung des Lebens dazu geführt hat, dass sie den Stern aus dem Blick verloren haben. Und dann ist die Weihnachten neu die Einladung. Schau doch dorthin. In diesem herrlichen Palast, so meinten die Weisen damals, da muss doch der neue König zu finden sein. Und so landeten sie ausgerechnet beim korrupten und skrupellosen und misstrauischen König. Dieser Herodes, der kannte die sehnsüchtige Erwartung im Volk nach einem Ritter, der bald kommt, nach einer neuen Sternstunde Gottes. Er kennt die Hoffnung der Menschen auf einen König, der so anders ist als er selber. Und seine Berater legen ihm die biblischen Schriften nun aus. Und du Bethlehem im jüdischen Land, du bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Versteht ihr? Es war eigentlich alles klar. Nur mitgehen, das müsste man jetzt. Doch Herodes und all die anderen, die eigentlich Nahestehenden, sie reagieren anders als die Weisen aus der Ferne. Aus ihrer Erkenntnis folgt kein Bekenntnis. Nein, es folgt Abwehr, Angst. Was, wenn der Messias Gottes wirklich kommt?
Was, wenn er das eingespielte System durchschaut? Was, wenn er richtet, wenn er aufräumt, wenn er neu ausrichtet? Aus der Erkenntnis folgt hier kein Bekenntnis. Es folgt Abwehr. Herodes macht sich auch nicht selbst auf den Weg, sondern er lässt sich vertreten. Die anderen sollen ihm dann berichten. Aber ihr Lieben, auf dem Weg mit dem Stern, auf dem Weg zur Krippe, bei der Suche nach dem Licht, kann ich mich nicht vertreten lassen. Und du auch nicht. Versteht ihr es? Es war eigentlich alles klar und die, die am nächsten dran waren, die wissen alles. Nur man müsste jetzt mitgehen zur Krippe. Aber sie gehen nicht mit, dicht dran und doch am Zentrum vorbei. So ist es mit Herodes. So ist das mit den Schriftgelehrten. So ist das bis heute. Und manchmal frage ich mich, ob es so einen Herodes auch in mir gibt. Immer wieder einmal. Wir kennen die Worte der Bibel und wir singen die Weihnachtslieder vielleicht auswendig mit. Aber haben wir uns vielleicht schon so an das Evangelium gewöhnt, dass wir uns nicht mehr selbst auf den Weg machen, sondern denken, was ist für die anderen? Sind wir vielleicht schon so immun gegenüber dem Reden Gottes, von seiner Liebe, die nicht das eigene rettet, sondern die sich hineingibt, damit andere das Heil und ein Leben mit Zukunft gewinnen? Wir singen, dass er der König der Könige ist und würdig aller Anbetung, aber Hand aufs Herz, was heißt das für mein Leben? Ich kann ganz nah dran sein und dann doch nicht mitgehen. Wenn es darum geht, mit Jesus in Berührung zu kommen, wirklich in Begegnung. Ich kann ganz nah dran sein und doch nicht hinsehen. Da war ein Junge, der konnte nur schlafen, wenn die Tür zum Kinderzimmer offen war und das Licht an. Eines Abends bringen die Eltern ins Bett, so wie immer, sie beten mit ihm, sie segnen ihm, wuscheln durch die Haare, gehen raus, die Tür bleibt offen, aber sie haben das Licht vergessen. Und der Junge fängt an zu schreien, gellend, verzweifelt. Die Eltern laufen sofort zurück und er schreit, als ob es um sein Leben ginge. Nein, er schreit, weil es um sein Leben geht für ihn. Und er brüllt in Panik, obwohl die Eltern längst im Zimmer stehen und das Licht angezündet ist, angemacht ist. Und er hat die Augen fest zusammengekniffen und schreit in dauernder Panik, die Augen geschlossen und bemerkt so nicht, dass die Lichter im ganzen Haus inzwischen angezündet sind, angemacht wurden. Und jetzt schiebe ich dir die Weihnachtsfrage einfach mal so zu. Gibt es das in deinem Leben noch? Dieses Hinsehen, dieses Mitgehen, diese Begegnung mit dem Gottessohn, dessen Reden dein Herz bewegen darf und bewegt, deine Entscheidungen verändert? Oder reden wir nur noch darüber? Oder auch das nicht mehr? Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. So sangen viele im Advent. Haben wir es getan? Ist diese Bitte unsere Bitte geworden? Wird sie es heute? Herr, ich will neu nach dir fragen, nach dir suchen. Ich will mich neu nach dir ausrichten, mich vom Stern deiner Sehnsucht und Liebe leiten lassen, mit dir leben, bis ich bei dir ankomme und dann auch beim Nächsten ankomme. Diese Männer waren bewegt, bewegt von ihrer Sehnsucht, von diesem Stern, und sie wollten den König finden. Gott ist bewegt von seiner Sehnsucht zu uns. Das zieht ihn hinunter.
Gott lässt sich finden. Er sucht nicht nur die Nahen. Er sucht die auch, die ganz neu vielleicht. Aber er sucht genauso und wirklich mit heißem Herzschlag die, die weit draußen sind und sich weit draußen fühlen. Er holt Menschen manchmal von ganz weit her, er macht es auf wunderbaren Wegen, wundersam. Was mag dich an den Bildschirm gebracht haben, jetzt, heute Abend oder wann immer du jetzt dabei bist? Aber das Entscheidende für beide ist am Ende, für die Nahen und die Fernen, wo und wie ihre Wege enden. Und sie beteten ihn an. Am Ende kommt es nur auf diese eine Begegnung an. Auf diese Begegnung mit dem Gottessohn Jesus Christus, damals wie heute. Und dann wird Weihnachten 2021, ganz egal, wie feierlich oder gar nicht feierlich es sich anfühlt, zur Sternstunde Gottes. Anders als gedacht. Aber es ist alles drin, was wir brauchen und worauf es ankommt. Ach, sagte der Großvater, was sollte er sonst auch sagen angesichts dieses Knäuel von Weihnachtsglanzpapier, einfach so zusammengedrückt, überhaupt nichts Feierliches. Aber seine Enkelin streckte es ihm mit strahlenden Augen entgegen und sie war ganz hibbelig vor lauter Freude. Und dann sagte sie noch, da sind lauter Küssle drin. Ach, anders als gedacht, ihr Lieben. Und doch gerade die Sternstunde Gottes. Ob du dich von deiner Sehnsucht neu auf den Weg bringen lässt zu ihm? Ob du dich von seiner Sehnsucht nach dir neu locken und ziehen lässt zu Jesus hin? Ihm zu vertrauen? Ihm zu folgen? Das wäre Weihnachten. Sternstunde, auch heute. Wir haben seinen Stern gesehen und wir sind gekommen, ihn anzubeten. Amen. Ich komme, bring nur.
Mal lade ich euch ein, dass wir beten. Wir danken dir für dein Wort von der Sternstunde. Mehr noch, wir danken dir, Christus, dass wir nicht über irgendeine Legende sprechen, sondern darüber, dass du wirklich gekommen bist. Und deine Sehnsucht nach uns, unsere Sehnsucht nach dem hellen Licht, nach der großen Freude, nach dem tiefen Sinn im Leben und nach dem letzten Halt erreicht und aufnehmen will und uns locken will. Du weißt, ob wir zu denen gehören, die eigentlich nah sind und längst abgestumpft, die eigentlich alles wissen, aber sich nicht mehr auf den Weg machen, die eigentlich genau Bescheid wissen und dich trotzdem eigentlich gerne etwas auf Distanz halten wollen. Dann erbarme dich über uns, dass wir uns neu von deiner Liebe bewegen lassen, erreichen und sie dann neu weitergeben. Komm uns nah. Vielleicht fühlen wir uns jetzt aber auch ganz wie die draußen. Danke, danke, dass du innen und außen auf den Kopf stellst, dass gerade die draußen hören dürfen, euch ist der Heiland geboren. Ich bitte dich und wir bitten dich um deine Gnade, dass wir es glauben können, uns auf den Weg machen, dich zu suchen. Lass Weihnachten werden bei uns allen. Lass es hell werden, was immer sein mag. Erbarme dich über unsere Welt, so zerrissen und geplagt in vielem. Wir denken und bitten jetzt für die, die diese Weihnachten arbeiten müssen, völlig erschöpft zum Teil auf den Intensivstationen und in den Pflegeheimen. Wir bitten dich für die, die bang auf Zahlen schauen und Entscheidungen treffen müssen. Wir bitten dich für die, die einsam und krank sind. Komm ihnen nahe. Lass dein Licht leuchten, lass sie ein Wort der Weihnacht erreichen. Wir bitten dich für die auf der Flucht. Und wir bitten dich für die Brüder und Schwestern, Menschen, die verfolgt werden, weil sie dich und deinen Stern suchen und anbeten. Alles, was uns beschäftigt, legen wir hinein in das Gebet, das du, Jesus, uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ganz kurze Infos. Gibt es noch? Denn Weihnachten findet in jedem Fall auch präsent und live statt. Das eine ist aber, es gibt neben der Aufzeichnung dieses Gottesdienstes noch andere aus unserer Gemeinde, bei YouTube, im Internet, falls Sie den Eindruck haben, das tut Ihnen gut, herzliche Einladung. Es gibt über die Festtage weg bis zum Abend des zweiten Feiertags hier um die Kirche herum im Kirchgarten einen geschmückten Raum, der auf Weihnachten hinführt. Es gibt die Krippen und Adventsszenen, Fenster zum Advent. Die Kirche ist offen, es wird hier eine Krippenlandschaft aufgebaut sein und auch da herzliche Einladung. Live-Gottesdienste gibt es am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag hier in der Albanskirche jeweils um 10 Uhr. Und am ersten Feiertag werden wir da diesen Weg der Weisen
dem Stern hinterher noch einmal etwas genauer anschauen und nachzeichnen. Die Kollekte an diesem Abend ist für Opportunity International. Das ist eine Organisation, die Kleinstkredite vergibt für die Allerärmsten. Ich sah vor einiger Zeit einige Szenen aus dem Leben von Frauen auf Haiti, dem Armenhaus der Welt. Ich saß da zutiefst gerührt, wie sich Leben nachhaltig über Jahre verändert durch so eine kleine Hilfe, einen Kleinkredit, der dann zurückgezahlt wird. Herzlichen Dank, wenn Sie da mithelfen, mitmachen. Sie können gerne über die Kirchengemeinde spenden oder direkt Opportunity International. Anders als gedacht. Sternstunde Gottes an Weihnachten. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist hell. Ich weiß nicht, was sie, ich weiß nicht, was du gesehen hast. Aber die Einladung steht. Mach dich auf den Weg. Folge dem Stern. Gott ist gerade für dich gekommen und er will dich segnen. Und so geht euren Weg unter dem Segen des guten, suchenden, nach euch sehnsüchtigen Gott. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir Frieden. Amen.